Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. Ja, immer das gleiche Intro bei mir, ja. So, ich bin ja jetzt des Öfteren mal gefragt worden, wie ich das eigentlich mache, dass ich das ganze Jahr über fahre, beziehungsweise was mache ich denn bei Regen, bei Wind, bei Schnee, bei Eis und ob ich immer fahre. Ja, ich fahre immer. Also ich bin von den ganzen, ich bin 40 Jahre jetzt Roller, ich fahre jetzt 40 Jahre, über 40 Jahre fahre ich jetzt Roller. Beziehungsweise teilweise auch einige Jahre natürlich Roller und Auto. Und aber auch sehr viele Jahre nur Roller. Also in der Jugend oder beziehungsweise wo ich ein junger Mann war, bin ich sehr viel Roller gefahren, hatte auch teilweise gar kein Auto. Also insgesamt bin ich jetzt bestimmt 15 Jahre, Sommer wie Winter, immer Roller gefahren. Ja? Und jetzt will ich euch mal erzählen, was ich da gemacht habe, beziehungsweise wie ich das überhaupt geschafft habe. Das Problem ist, die besten Regensachen oder die beste Kleidung teilweise nützt dir gar nichts. Ja, ich habe also hinterher festgestellt, du kannst da irgendwie machen, was du willst, mit Regensachen, beziehungsweise wasserdichte Hose oder Motorradhose habe ich natürlich. Ich habe alles. Also ich habe alles, was es gibt, überhaupt. Wichtig ist wasserdichte Handschuhe. Schöne Lederhandschuhe von der Firma Held oder eine andere Firma. Auf jeden Fall wasserdichte Handschuhe, die richtig schön wasserdicht sind und warm halten, weil Finger musst du schon warm halten und die müssen auch wasserdicht sein. Gibt's ja einiges. Also von daher bist du ja schon mal safe. Auf der, in der Richtung ist alles trocken. Das Problem ist bei Regenkleidung, dass das Wasser ja immer, auch wenn du ein Windschild hast, es läuft ja immer am Helm runter, läuft dir auf die Brust und läuft dann zwischen deine Beine. Und das ist das große Problem, das Wasser, was zwischen deine Beine läuft. Weil egal wie wasserdicht die Hose ist, durch dieses immer zwischen die Beine laufen, durch dieses Bewegen, kriegst du also gerade in dem, zwischen den Beinen, in dem Bereich, kommt immer Wasser rein. Immer. Weil du ja richtig da drauf sitzt und das richtig so einmatscht und richtig so einmassierst in die Hose, habe ich also bei längeren Regenfahrten schon immer Probleme gehabt. Und es gibt dafür auch nur eine Lösung. Und die sage ich euch auch jetzt gleich. Allerdings erstmal die anderen Sachen. Also wie gesagt, du musst einen Helm haben mit Luftzufuhr, die der bei Regen dann zumachen kannst. Gibt ja diese Helme, die diese Luftschlitze haben, damit das Visier freigeblasen wird. Beziehungsweise kannst du das Visier ja ein bisschen auflassen, damit du da auch Luft reinkriegst. Ansonsten hast du natürlich dann den Helm von innen beschlagen. Obwohl es ja auch von Nigrin und von anderen Firmen gibt es ja diese Anti-Beschlag. Das ist auch ganz gut. Das hält dann meistens so 2, 3 Wochen oder ja, 2 Wochen. Und dann musst du es neu auftragen. Aber du siehst wenigstens was. Das finde ich übrigens auch ganz wichtig, dass man was sieht. Ja, wie gesagt, dann musst du halt diese Löcher dazu machen. Es gibt ja diese Helme, die diese Luftanströmungen haben, wo die Luft nach unten und nach oben rausgedrückt wird, damit das Visier freigeblasen wird. Das ist also wichtig im Winter. Oder bei Regenfahrten oder sowas ist das sehr wichtig. Ansonsten ist natürlich ein Roller sehr gut, weil du ja die ganzen Beine geschützt hast. Und ein Roller mit großem Windschild ist natürlich noch besser. Also so wie ich zum Beispiel habe. Ich habe ja einen Roller mit einem großen Windschild. Aber es gibt ja Roller, die haben noch einen größeren Windschild. Umso größer der Windschild, umso besser natürlich. Umso besser du dahinter sitzt. Wenn du dann irgendwie 40, 50 fährst, kriegst du ja schon keinen Regen mehr ab, weil das ja alles dann über dich drüber wegfliegt, beziehungsweise am Roller vorne runterläuft. Ja, Füße und sowas ist alles kein Problem. Das einzigste Problem, habe ich ja gerade gesagt, das ist das Wasser, was runterläuft. Da habe ich aber auch was gefunden. Eine wasserdichte Jacke zu finden, ist ja nicht so ein Problem. Die sind ja relativ gut heute und preiswert. Aber dieses ganze wasserdichte Zeug ist auch unheimlich klebrig, finde ich. Also gerade dann kommt die Sonne wieder raus, dann bist du da wieder am Schwitzen wie ein Verrückten. Deswegen ziehe ich eine normale Hose an und meistens dann im Winter oder so eine wasserdichte Jacke. Dann habe ich immer Nierengurt an, immer. Ich habe sogar selbst gebauten Nierengurt mit USB-Heizung. Ist auch ein Video online, müsst ihr mal gucken, ja, was ich da gemacht habe. Ist aber so ganz toll, das Ding. Also wie gesagt, ich habe immer eine wasserdichte Jacke an. Beziehungsweise eine wasserabweisende Jacke mit 2, 3 Pullover im Winter. Ich habe auch im Sommer immer 2 Unterhosen an. Ja, ich habe zweimal eine Nierenentzündung gehabt, beziehungsweise Blasenentzündung mit schönen Urin im Blut. Da kann ich drauf verzichten. Das will ich also nie wieder haben. Von daher habe ich selbst im Sommer 2 Unterhosen an oder 3 Unterhosen im Winter. Hauptsache schön alles warm. Und das Einzigste,
was wirklich hilft. Im Grunde ist es nämlich egal, ob die Arme nass werden oder so. Ein Pullover kannst du immer noch einen Reservepullover mitnehmen. Eins darf nicht nass werden. Wie gesagt, da ist dieser Mittelbereich hier, gerade Hals hier runter. Und was hilft da? Ein Sancho Pancho. Ein Regen Sancho Pancho. Ich zeige euch jetzt gleich meinen. Ich habe also einen relativ einfachen, aber ich sag mal, ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache wasserdicht. Ja, wasserdicht muss er sein. Ich hatte einen älteren schwarzen Regen Sancho Pancho, den habe ich 2-3 Jahre benutzt. Der ist dann aber leider unter den Armen da kaputt gegangen, beziehungsweise an der Seite. Dann habe ich aber unten an dem anderen, habe ich da was abgeschnitten und habe das noch als zusätzlich dran geklebt. Jetzt ist mein Sancho Pancho noch länger wie vorher. Also der Sancho Pancho bei mir, der geht über die ganzen Knie drüber bis unten über die Füße. Und das ist natürlich dann sehr schön. Ich habe unten noch so ein paar Bleigewichte reingeklebt, zeige ich euch jetzt alles. Also die große Lösung und das Beste ist ein Sancho Pancho, ein Regen Sancho Pancho. Wie die Fahrradfahrer das auch teilweise haben. Da gibt es ja auch billige, die würde ich also nicht unbedingt empfehlen. Mittelpreisige gehen schon einigermaßen. Aber natürlich, umso besser die Qualität von dem Sancho Pancho, umso mehr kannst du damit fahren, beziehungsweise umso trockener bleibst du. Dann läuft ja der ganze Regen schön runter, an den Knien schön runter, unten weg. Hast keine nassen Füße, hast gar nichts nass. Und das ist natürlich dann ideal. Ja? So, ich zeige euch jetzt mal meinen Sancho Pancho, dieses Regendingen. Und dann wisst ihr, was ich meine. Und das ist für mich die Lösung für Regen, Schnee, Eis, Winterfahrten. Ja? Und ich fahre ja immer, ich fahre auch bei Schnee. Nur muss man ein bisschen aufpassen bei Glatteis oder sowas, dann wird es doch ein bisschen kritisch. Obwohl mein Roller ja jetzt auch ABS und... So, Freunde, da ist das Dingen. Ja, das ist also ein großer Sancho Pancho. Habe ich hier unten noch ein bisschen verlängert. Wie gesagt, das ist von dem alten Sancho Pancho. Habe ich da nochmal 25 cm dran gehangen. Mit Heißklebepistole reingeklebt und dann nochmal so ein Isolierband hier, beziehungsweise so ein Panzertape, damit das noch länger wird. Hier vorne kommen die Arme durch. Ja, das habe ich auch alles zugeklebt, damit es wasserdicht ist. Die Kapuze habe ich abgeschnitten. Ja, und kann ich halt richtig zumachen und alles möglich. Das ist auch in der Variante hier XXL sowieso schon größer. Aber so die Sancho Panchos, diese Dinger, die passen ja eigentlich immer. Ja. Tja, und das ist das Geheimnis und das ist das Dingen, womit ich den ganzen Winter überfahre. Damit hast du keinen Wind mehr, damit bleibst du trocken. Du wirst, wie gesagt, nicht nass und keine Kälte kommt großartig mehr durch. Kannst das Dingen einfach, wenn du ankommst, machst du oben den Reißverschluss auf. Ja, ziehst das Dingen über den Kopf, schlägst es einmal aus und legst es unter die Sitzbank in den Stauraum. Ganz einfach. Ja, das ist er, der Sancho Pancho von mir. So, Freunde, ich hoffe, das war hilfreich für euch gewesen. Ich würde mich freuen, ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Beziehungsweise, wenn ihr noch nicht habt, abonniert meinen Kanal. Wie gesagt, mit dem Nierengurt, die Sache ist ja da drin im Internet. Da habe ich selber einen Nierengurt mit USB-Anschluss gebaut. Also eine Nierenheizung. Ich fahre immer mit Nierengurt. Ich fahre auch im Hochsommer mit Nierengurt. Und wie gesagt, 2-3 Unterhosen können auch nicht schaden, im Herbst das anzuziehen. Hauptsache, dass es schön warm bleibt. Und kauft euch ein Windschild für eure Roller. Die Gesundheit wird es euch danken. Auch wenn es nicht immer so cool aussieht. Obwohl ich bei meinem Roller zum Beispiel finde, dass der mit Windschild viel besser aussieht als ohne. So. Das war mal ein kurzes Video. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss, sagt der Alex. So, Freunde, ich habe noch was vergessen. Ich wollte es euch ja noch zeigen. Hier habe ich so kleine Bleigewichte eingearbeitet bzw. eingeklebt. Das sind diese Bleigewichte, die auch an den Autoreifen sind. Ich habe das von einem Freund, der arbeitet bei ATU. Und da sind diese kleinen, man kann ja auch dann 5-Cent-Stücke nehmen, beziehungsweise eine Schraube oder irgendwas Schweres. Das habe ich natürlich hier unten dran, weil ich das nicht möchte, dass es so bei Wind so rumschlackert, damit es immer schön nach unten gezogen wird. Ja, ist ja klar, warum.
Hier so mehrere. Immer so alle paar Zentimeter habe ich hier so ein Teil dran. Okay, jetzt aber wirklich schön.